letzte Stück jetzt dann eben auch und wird ja jetzt dann durch die katholische Kirchengemeinde neu dekoriert, ja. Ich baue das Fenster auf zum Ansehen und damit es auch für die Kinder bildlich ansprechend ist, wird es natürlich für die Hirten auf dem Felde, die nachts im Dunkeln alleine sitzen, muss ein Lagerfeuer da sein. Und das Lagerfeuer ist mit Hölzern gebaut und mit Krepppapier gefüllt, das also dazwischen schimmert, wie die Flammen auch lodern. Also es sind insgesamt 7 Fenster. Wir erzählen die komplette Weihnachtsgeschichte von der Verkündigung der Maria bis zum Abschluss. Das ist die 8. Station in unserer Kirche, wo die Krippe dann zu finden ist. Wir haben ein sehr gut besuchtes Krippenspiel, das sehr beliebt ist auch in der Gemeinde und in der Kirche. Und da wir das in diesem Jahr nicht halten können, kam eben die Idee auf, wenn die Leute nicht in die Kirche kommen können, kommt halt die Kirche zu den Leuten. Und da ist ein Ziegenbock sogar. Ein Ziegenbock sogar? Genau, von der Weihnachtsgeschichte. Wo die Hirten aber den Engel Gabriel treffen.